Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr den Buchstaben D meines Kuchen-ABCs zubereitet, und zwar eine Donauwelle. Ihr benötigt dazu ein Backblech, Backpapier und einen Backrahmen. Wir starten mit einem Rührteig und für diesen benötigt ihr 200 Gramm weiche Butter, 170 Gramm Zucker, 270 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 2 Teelöffel Kakaopulver, 3 Eier, eine Prise Salz und 250 Gramm Schattenmohlen. Zunächst gebt ihr die Butter und den Zucker in eine Schüssel und rührt dann beides richtig schön cremig. Danach rührt ihr die 3 Eier unter, jedoch nicht zusammen, sondern einzeln nacheinander. Mischt das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz. Und siebt das Ganze dann über die Butter-Eiermasse. Rührt diese Mischung dann schön luftig und gründlich durch. Eine Hälfte der Masse gebt ihr bereits jetzt auf das Backblech mit dem Backrahmen. Die zweite Hälfte mischt ihr mit dem Kakaopulver und lasst sie dann auf die helle Masse gleiten. Streicht alles schön glatt. Am Ende verteilt ihr dann auch noch die Kirschen auf der Masse. Backt das Ganze im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen bei Ober-Unterhitze für 30 Minuten. Testet mit einem Stäbchen, ob der Teig auch richtig durchgebacken ist. Danach lasst ihr es komplett abkühlen. Unsere Vanille-Buttercreme besteht aus 500 ml Milch, ein Päckchen Vanillepuddingpulver, 2 Esslöffel Zucker und 200 Gramm Butter. Gebt das Puddingpulver und den Zucker in eine Schüssel und rührt das Ganze mit ein paar Esslöffeln von der Milch glatt. Die restliche Milch kocht ihr einmal kurz auf, dann rührt ihr die Mischung kräftig ein, bis der Pudding entstanden ist. Die Butter rührt ihr mit dem Rührgerät richtig schön cremig. Dann gebt ihr den Pudding esslöffelweise dazu und rührt die Creme immer wieder aufs Neue durch. Wichtig ist, dass der Pudding nur noch lauwarm ist, damit sich die Massen gut verbinden. Schließlich gebt ihr die Creme auf den gebackenen Rührteig und streicht sie glatt. Lasst das Ganze für 2 Stunden im Kühlschrank festwerden. Für die Ganache benötigt ihr 100 ml Sahne, 150 Gramm Couverture, 50 ml Wasser, 25 Gramm Butter und 70 Gramm Zucker. Kocht die Sahne kurz auf und löst dann die Couverture sowie die Butter nach und nach schrittweise darin auf. Dann kocht ihr auch das Wasser mit dem Zucker auf und rührt so lange, bis ein klarer Zuckersaft entstanden ist. Diesen rührt ihr dann, ebenfalls in kleinen Schritten, in die Schokoladensahne ein. Diesen herrlich glänzenden Guss gebt ihr auf die inzwischen fest gewordene Creme. Dann wartet ihr so lange, bis die Ganache halbfest geworden ist. Und dann könnt ihr auch schon mit einem Backkamm das für eine Donauwelle typische Wellenmuster erzeugen. Das Gute an der Ganache ist, dass diese nie ganz fest wird,
Dadurch habt ihr nicht so ein kleines Zeitfenster beim Auftragen des Musters. Ich habe mit 24 x 20 cm die kleinste Backrahmeneinstellung verwendet. Wenn ihr eine größere Kuchenmenge benötigt, skaliert das Rezept einfach nach oben. Danke fürs Zusehen und das nächste Mal zeige ich euch den Buchstaben E. Das Rezept zum Abspeichern findet ihr wie immer auf meiner Facebook-Seite und meiner Instagram-Seite.